Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, die Bolsenia steht hier in der heimgesuchten Herberge und ich selbst bin in der neuen Aufnahme. Das heißt, ich brauche erstmal wieder ein bisschen reinzukommen. Ihr wisst ja, ich habe für den Urlaub sehr weit vorproduziert und natürlich auch dafür, um ein bisschen auszunutzen, dass man dieses Gebiet hier kostenlos spielen konnte, so wie einige andere auch. Oder eigentlich fast das ganze Game. Das ist im Moment allerdings immer noch möglich. Die Aktion wurde nämlich verlängert, ich glaube bis Ende August oder bis Anfang August. Eins von beiden auf jeden Fall. Und so lange könnt ihr euch sogar die Gebiete kostenlos sichern. Also zumindest die Nebengebiete hier, wie zum Beispiel, wie heißen sie dann hier oben, die Nebelgebirge, das Zeugs, was du halt quasi bis Moria, das war, was wir teilweise kostenlos gespielt haben, oben mit dem zweiten Auenland hier, ich habe voll die Namen vergessen. Auf jeden Fall, schaut dazu am besten mal in die Herr der Ringe Online Leuchtfeuer rein, beziehungsweise ins Herr der Ringe Online Forum, ich habe jetzt keinen Link mehr dafür. Ist halt schon eine Weile her. Ich habe es mir natürlich gesichert und die Hauptfortsetzung, also die Erweiterungsgebiete, die lassen sich ebenfalls relativ billig momentan erwerben. Nämlich, wenn ihr über den Herr der Ringe Online-Shop geht, da gehen wir mal heute mal rein auf Angebote, war es glaube ich. Angebote? Nee. Angebote war es nicht. Empfohlene Artikel nur für kurze Zeit. Genau, da war's. Da seht ihr die Erweiterungsaufgaben. Zum Beispiel Moria gibt es nur für 99 Taler. Das ist verdammt wenig. Isengard 99 Taler. Rohan 99 Taler. Und auch eigentlich, waren das die drei? Es kann sein, dass es die drei waren. Die drei Erweiterungen, die es kostenlos gab. Das ist schon ist schon eine Menge, gerade 99 Taler, ich meine, das hast du selbst für einen kostenlosen Account relativ schnell erstellt und relativ schnell dir geholt. Allerdings, können wir mal ganz kurz gucken, Erweiterung, genau, gucken wir da mal rein. Hier seht ihr das 99 Taler, normalerweise kostet diese Erweiterung komplett 2500 Taler, ne? Die ist drin, also im Prinzip, ihr habt da schon einiges kostenlos. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, holt euch das. Das ist, denke ich, nichts, was man missen sollte. Die Portalerchen hat man schnell freigeschaltet. Das sind insgesamt so um die 300. Selbst wenn ihr da mal was kaufen solltet oder ein paar Münzen holen solltet euch, dann macht das. Unten in der Beschreibung ist auch ein Link zu MMOGA, einem Reflink, wo ihr zum Beispiel diese Münzlein, wenn ihr sie noch nicht habt, dort auch mal kaufen könnt. Also nicht zu diesem Link, aber sucht einfach, dort gibt es auch für Herr der Ringe Online. Vergleicht aber bitte, denn es ist durchaus möglich, dass ihr da ein besseres Angebot bei Herr der Ringe Online selbst bekommen könnt. Außerdem ist es natürlich immer noch möglich, in den VIP-Status abzuschließen. Habe ich im Moment noch nicht. Allerdings werde ich das bei Gelegenheit auch wieder haben. Da bin ich mir schon fast ziemlich sicher. Ich werde mir auch wieder über diesen Link, den ich da in der Beschreibung habe, holen. Den 2 Monate VIP-Status ist zwar etwas teurer, glaube ich, als das normal. Allerdings schließt du da kein Abo ab, hast keine Pflichten etc. pp. Ist viel besser. So, zumindest für mich. So, Dundorion ist nämlich da. Wir bereiten sich auf ein weiteres Scharmützel vor. Ein Schlag gegen die Ruinen von Dannenglor. Gut, wir fangen direkt mit einem Scharmützel an, wie es aussieht. Na, ganz toll. Megovanen Bolzeniel, der Herr und die Herren haben mir die Aufsicht über bestimmte Abschnitte im Westen dieser Region übertragen. Bis jetzt hatten wir nur Erfolge zu verzeichnen. Bei Elbereth mögen sie uns erhalten bleiben. Meine Elben bereiten sich auf neues Gefecht vor. Ein Angriff auf die Ruinen von Dannenglor, denen sich schmierige Meravild tummeln. Ja, ja. Ihr solltet so geschickt sein wie es mir angepriesen hat, dann könnt ihr höchst willkommen bei diesem, seid ihr höchst willkommen bei diesem Unterfangen. Umso mehr, wenn es eure Können mit Treue kombiniert. Gut, schließt das Scharmützel, Schlag gegen den gegen Dannenglor ab. Nun gut. Dann werden wir da mal reingehen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wo war denn das? Hier, ne? Nein, hier. Genau. Schlag gegen Dannenglor. Okay, Minimum 60, Maximum 130. Ich starte mal. Gehe natürlich alleine rein, weil ist ja ein Scharmützel, da geht das alleine. Und dann sehen wir weiter. Und jetzt brauche ich mal ein Taschentuch. Scheiß Heuschnupfen. Menno.
in Dannenglor hält und verhört der Feind seine Kriegsgefangenen. Diese Gefangenen müssen schnell gerettet werden. Ganz genau müssen sie. Und ich finde es, habe ich das letztes Mal schon erwähnt, ich finde es ziemlich cool, dass hier wirklich die Scharmützel jetzt mit eingebunden sind. Dem Himmel sei Dank, dass ihr gekommen seid. Unsere Not ist groß. Ihr seid seit fast einer Woche gefangen gehalten. Ich bin sicher, dass sie nicht mehr lange aushalten. Verdammt, ich die Sache, die Nase läuft gerade. So, okay. Bitte rettet sie, solange es noch nicht zu spät ist. Habe ich vor, habe ich vor. Gut, los geht's. Ja, wandernde schwache Flamme. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Welche Taste war das? Das war die, genau. Ich hatte ja die Tasten umgestellt für diesen Stein, damit ich den ein bisschen besser spawnen kann. Das scheint jetzt auch ein bisschen besser zu funktionieren. Das ist sehr gut. Ansonsten erwartet jetzt noch nicht zu viel von mir und dieser Folge. Ich tu's auch nicht. So. War ja wirklich eine ganz schön lange Zeit, die ich unterwegs war. Oder die ich hier vorproduziert habe. Und in der Zeit habe ich es auch privat nicht geschafft, wirklich zu spielen. So, bleib du mal stehen, Herr Beschützer. Ich muss nur ganz kurz was essen, denn, ja, weil Bolzenien hat Hunger. Eigentlich wollte ich das ja noch zu Ende essen. Naja, ist egal. Obwohl, ich kann ja noch abbrechen. So. So. Mahlzeit genießen. Sehr schön. Und das hier noch. Das hier noch. Einfach nur zum Sichergehen. Denn man muss ja nicht übertreiben mit dem Sterbseln und so. So, ein Morowalkreicher. Komm her, kleiner Flattermann. Hier bin ich. Ja. Und jetzt kreisch mal los. Der untere Hof wurde befreit. Das Banner darf für die wilden Völker, die freien Völker beansprucht werden. Warum habe ich da gerade wild gelesen? Also, der untere Hof gehört euch. Aber der Feind wird sicher nochmal kommen. Oder? Ja, wollte ich doch. Gegenangriff auf den unteren Hof. Komm, wir lassen ein bisschen zurückkommen. Kommt ein bisschen zurück. Genau, denn da kommen schon die Flattermänner. So. Und hepp. So. Lecklang hat schon ein bisschen mitverteidigt. Das ist toll. Aber im Moment ist Wurst. Oh, ich sehe gerade hier, ich müsste auch irgendwas wegschnüffeln. Das wollte ich, glaube ich, auch machen. Ist egal, jetzt sind wir in einem Scharmützel drin. Was muss, das muss. Ich glaube, Stufe 60 ist sowieso das Maximum, was geht. Das heißt, das Teil werde ich sehr wahrscheinlich auseinandernehmen. Aber erst, offensichtlich, nachdem wir das hier durch haben. So. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Erober den südlichen, die Westbrücke und die Ostterrasse. Da ist noch ein bisschen was vor uns. Und schreie Kratzräucher hallen vom Haupthof wieder. Das wieder heißt, dass da so ein Spezialmob ist. Den würde ich gerne auch mitnehmen. So. Hopp. Wird auch heute nur diese eine Folge, die wir aufnehmen. Das heißt, aus Zeitgründen. Es ist schon 11 Uhr und ich muss heute ja wieder arbeiten. Was essen sollte ich vielleicht vorher auch noch? Das wäre auch ganz günstig. Meine Güte, die Zeit rennt, die Zeit rennt. Hat aber auch länger gedauert, ein bisschen zu patchen, muss ich jetzt momentan sagen. Also, noch eine Morowald-Blutklinge. Aha. Das Banner kann ich beanspruchen. Ich will aber erst einmal vom Haupthof dieses komische Kratzen holen. Da ist noch was. Irgendwo muss das ja eigentlich sein. Haupthof, bist du oben? Ich weiß es nicht. Ansonsten hole ich mir jetzt das Ding und gut, das, dann lasse ich den Spezialmob erstmal Spezialmob sein. Aus Zeitgründen unter anderem, wie ihr wisst. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir rennen wieder hin. Und holen uns den südlichen Eingang. Juhu! Tötere. Komm her, geflitzt, kleiner Beschützer. Meine Wunden sind nicht schlimm, dass ich nicht mehr kämpfen könnte. Ja, jetzt. Ein Gegenangriff, das haben wir ja erwartet.
Lalala, Gegenangriff. Ah, da oben kommen sie. Die haben sich schon ein bisschen Zeit gelassen. Ah, ein bisschen Wind und Wetter macht das Ganze netter. Wunderbar. So, zurückgeschlagen. Der Südeingang ist sicher. Ich kann vordringen. Hier vorne haben wir auch noch was. Dann nehmen wir das gleich noch mit. Wenn wir schon mal da sind, ne? So. Und hier. Wunderbar. Hier. Noch ein Kreischerlein. Wir haben keine Zeit, wir müssen uns beeilen. Ja, was liegt ja dann auch faul in der Gegend rum? Meine Güte. Sobald sie tot sind, steht er eh wieder auf. So, alles muss man selber machen. Oh, da ist noch jemand. Ich glaube, die zählt noch dazu. Und eventuell der da oben. Westbrücke wurde befreit. Dann heißt hier 8 Zeichen. Achso, ich sollte vielleicht erstmal den Gegenangriff abwarten, bevor ich da hochrenne und den anderen mit wegmache. Das könnte dieser Spezialmob sein. Mein Schwert ist bereit. So. Ich komme auch von oben. Und da ist dir dieser andere Mob und nicht oben. Okay. Auch gut zu wissen. So, okay. Und so, und so. Ein weiterer Gegenangriff. Diesmal wird sicher ein Lieutenant mit dazukommen. Bis jetzt habe ich ihn noch keinen gesehen. Oder? Ja, siehst du? Siehst du? Bin ich gut oder ja? Diesmal kommen sie von vorn. Komm ein Stück zurück, Beschützer. Ich weiß, du willst immer an vorderster Front stehen, aber das muss nicht unbedingt sein. Und hepp. Ja. Da machen wir gleich noch einen Rundstein hin. Und weiter geht's. Rundstein hin. Rundstein hin. Rundstein hin. So, dankeschön. Okay, jetzt ist es eh zu spät. Aber neue Tat, irgendjemand bezwungen. Das ist toll. Wir gehen hier voran und werden erstmal diesen Rimmel dort hier, dieses Spezialmöppchen. Man sieht, der ist auch ein bisschen spezial. Hat ein bisschen mehr Leben als die anderen. Aber sollte es eng werden, was ich noch nicht glaube, dann können wir immer noch zu Dings gehen. So, heilen wir diese Taste hier. Wunderbar. Oh, ich sollte vielleicht mal laufen. Seht ihr noch jemand? Die sind weitergezogen. Na gut. Ich dachte, die könnten mir noch helfen, aber nein, die sind schon abgehauen. So, ich muss weiter. Ich kann nicht laufen. Oh, toll. Jetzt zurückziehen. Toll. Ich stehe am Anfang. Dann lasse ich diesen Scheißmob jetzt sein. Wie gesagt, aus Zeitgründen. Schaffen wir das heute nicht mehr. So. Habe ich jetzt so beschlossen. Also, ich futter mich wieder voll. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Der normale Endboss hier wird hoffentlich nicht ganz so stark sein. Also. Wie gesagt, wir würden es schaffen, wenn ich Zeit hätte, mich wieder richtig einzuspielen, ne? Also, es liegt wohl in der Hauptsache daran, aber das kriegen wir schon hin, spätestens dann irgendwann, wenn wir wieder da sind und ihr wisst schon. So. Okay. Hier ist die Tür und wir müssen hinauf. Okay, hier entlang. Diesen blöden Rimmeldottel dort da lassen wir in Ruhe. Gehen stattdessen hier hoch.
und knallen noch alles weg, was wir finden können. Haha. Wo ist eigentlich mein Kleiner? Der ist schon wieder tot. Oder habe ich den noch nicht richtig gerufen? Das wohl eher. So, na dann mal rein hier. Toll. Also außenrum. Oder muss ich erst nur den hier? Hopp. Und hopp. Juhu. Und hopp. Der Oberhof wurde gefreit. Das Banner kann beansprucht werden. Wenn ich denn wüsste, wo das Banner steht. Da hinten irgendwo vermutlich. Ach, hier. Direkt dran vorbeigelaufen. Natürlich, wie immer. So. Ostterrasse ist unter Kontrolle. Und jetzt müsste wir auch demnächst wieder... Gesang erklingt aus dem Gebäude im Norden. Also da oben, da ist der andere Minibus. Aber den wollen wir ehrlich gesagt nicht. Denn auch der ist nicht gerade schwach. Den lassen wir mal sein. Gehen stattdessen weiter. So, Punkt. Ende aus. Feierabend. Tiere. Die Türe ist offen. Weiter geht's. Oho. Normalerweise würde ich die nochmal versuchen, ne? Aber erstens, wie gesagt, ich muss mich reinspielen. Und zweitens, ist es halt wirklich so, ich bin derzeit ein bisschen unter Zeitdruck. Die Folge sollte heute noch rauskommen. Und da das Patchen doch so lange gedauert hat und diverse andere Sachen. Unter anderem habe ich halt nochmal die ganzen kostenlosen Spiele im Epic Store, wo ihr die haben könnt und über Uplay diesmal auch, wo ihr die haben könnt und wie ihr die kriegt, in den, wie heißt das so schön, in meinen Discord-Server gepackt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr ab und zu mal was kostenlos abstauben wollt und nicht ständig selber in den Epic Store guckt, kommt doch auf meinen Discord, da seht ihr das auch. Dort einfach mich oder den Dü anschreiben, dann werdet ihr freigeschalten. So, anscheinend bekomme ich irgendwas und ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich nehme an, ihr seid hier, um die armen verlorenen Seelen zu retten. Jo, aber ich bin mit ihnen noch nicht fertig und ich mag keine Störungen. Ich auch nicht, ich habe gerade geredet. Bereitet euch jetzt auf die Wende vor. Die ist doch schon durch, seit 1990. Oder 89, genauer gesagt. Dann in Glor wird dein Grab sein. Wo zum Teufel ist eigentlich mein... Und warum ist hier eigentlich... Was hat man den Beschützer, wenn... Die steht ja da draußen rum. Ich kann ihn jetzt da auch nicht entrufen, oder? Nee, na, ist ja auch nicht nötig. Okay. Kammer oder Zauberin, weil sonst wäre das jetzt ein bisschen einfacher gewesen noch, aber ist egal. Wir haben es geschafft. Artugul ist durch. Das Goldene Heer und Augleim sind sicher. Yahoo! Da der Zauberer besiegt ist, können wir nachts friedlich und in Sicherheit schlafen. Vielen Dank für eure Hilfe. Sehr schön. Okay. Anglor ist unser und die Meriwael kehren hoffentlich nicht zurück. Ich hoffe auch. Gut gemacht, Boltheniel. Anglor ist unser und wir hoffen, dass die Meriwael dort nie dorthin zurückkehren. Nun zu Kucheron auf die Veranda des heimgesuchten Gasthauses hier in Augtheim und übermittelt ihm meine besten Wünsche. Ich bin froh, dass dank seiner auf euer Können zurückgreifen zu dürfen. Anglor hat bewiesen, welchen Wert ihr für das Goldene Heer darstellt. Dankeschön. So, wir gehen wieder hoch in die Goldene Herberge. So, in die Goldene Herberge. Also in das heimgesuchte Gasthaus da oben oder heimgesuchte Herberge. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Und geben noch Kucheron ab. Das machen wir definitiv noch. So. Es hat sich kaum etwas an unserer Lage hier geändert. Ich habe schon von eurem Sieg gehört in Anglor, Boltheniel. Könntet ich euch noch doch ähnliche Erfreuliches über die Geheimgarde berichten. Doch unsere Lage hat sich kaum verändert. Isuriel beschäftigt sich seit Stunden mit den wenigen Karten des Düsterwalds, die wir besitzen. Und doch hat sie keine sichere Route nach Dol Guldur gefunden, die gleichzeitig geheim gehalten werden könnte. Und wir haben ein neues Problem. Eins mit den Grauhämmern. Ich sorgte mich, dass der Grauhammer-Clan zu einem Problem werden könnte. Doch was soll ich sagen?
Ich dachte mal, dass die Grauhammer Schwierigkeiten machen würden, Bolzeniel. Aber was hätte ich schon sagen können? Nichts. Und jetzt habe ich, haben sie sich und auch uns Scherereien bereitet. Otri Grauhammer kann euch nicht mehr, kann euch mehr dazu sagen. Zuletzt habe ich ihn im heimgesuchten Gasthaus gesehen, wo er an der Feuerstelle seinen Unmut kundtat, der nicht schnell genug das Weitersuchen, seinen Unmut kundet, der nicht schnell genug das Weitersuchen konnte. Verstehe ich nicht. Aber wird schon passen. Okay. Kapitel 5, trügerische Lichter. Dieses Kapitel nehmen wir in der nächsten Folge an, wo ich dann hoffentlich dran denken werde, auch hier das Dings zu zerlegen hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Und tschüss. Jetzt. Tschüss.